Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play GTA 5 mit Praxis. Wir hören uns mal an, was für einen abgetretenen Auftrag Lester dieses Mal für uns hat. Ist ja eigentlich nie was wirklich Gutes, aber er ist ein Arschloch. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorist on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie, I'll be in touch. Beobachte die Prostituierte. Da haben wir ja unser Auto von letztes Mal. Haben wir auch extra schön eingeparkt. Fein, fein. Müsste eventuell mal gewaschen werden. Ich glaube, das Weiß ist leicht schwarz. Das heißt leicht schwarz, leicht dreckig. Schwarz ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Oh, Freunde, ich bin hier gerade am Umlenken. Was macht ihr denn? Ihr müsst das sehen, dass ich hier langfahre. Fahrt so bitte mal im wirklichen Leben und ja. Dann will ich sehen, wer da ohne Blechschaden davon kommt. Wie es aussieht, müssen wir jemanden umbringen. Habe ich das richtig verstanden? Also, dass wir jetzt irgendwie die Prostituierte beobachten und warten, bis dieser... bis die Zielperson dann zu der Prostituierten kommt, dann müssen wir die Prostituierte, dann müssen wir die Zielperson wohl ausschalten. Das klang doch zumindest danach. Im Endeffekt bringen wir ja immer irgendjemanden um für Lester. Mal mehr, mal weniger merkwürdig, wie zum Beispiel mit dem explodierenden Kopf von dem Steve Jobs Apple-Imitat. Fährt doch gut schnell, das Auto, kann man nichts sagen. Hä? Hier ist doch... Ach so, das ist nur eine Einfahrt. Das sah aus wie eine normale Straße, die nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Ich habe mich schon gewundert. Schon sind wir wieder. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. You want a party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Hm, wir sollten uns vielleicht etwas unauffälliger hinstellen. Also richtig unauffällig ist es auch nicht, aber besser als gar nichts, würde ich sagen. Hey, what up, girl? You won't get down? Not today, honey. I'm waiting for someone. Whatever. You ain't nothing. I'm out of here. Wieso steht sie denn da so auffällig am Straßenrand, wenn sie auf jemanden wartet? Da können sie sich doch auch einfach weiter hinten positionieren, wo welche von den anderen Nutten stehen. Das würde doch viel mehr Sinn ergeben. Vielleicht sollten wir uns eher... Na gut, so nehmen wir jetzt aber auch wieder komplett den Fußweg mit ein. Ist eigentlich auch nicht unauffällig. Hm. Ist das der Richtige? Ah, das wird er wohl sein mit der Karre. Ich schalte die Zielperson aus. Ach so, ich dachte, wir müssen die unauffällig verfolgen. Verdammt nochmal. Hätten wir logischerweise schon viel eher hinfahren können und die abschießen. Ja, ziemlich schnell und einfach. Aber hat auch niemand gesagt, dass die Mission schwer sein muss. Ich finde aber generell das Spiel bisher zu einfach. Könnte nach meinem Geschmack ruhig schwieriger sein. Man müsste halt einfach mehrere Schwierigkeitsgrade einbauen in dem Spiel. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Bestanden. Der Sittenmord. Bonus, sauber davon gekommen, verdientes Geld, $5000. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es... als nächstes gibt's. Aha, eine weitere Lester-Mission oder Devin? Hm. Was ist das? Vespucci-Filmmasken, aha.
Tja, ich würde sagen, wir machen einfach direkt die nächste Mission von Lester und heben uns Devin auf. Zu Devin können wir dann ja auch mit jemandem anderes hinfahren. Ach nee, Quatsch. Die sind ja alle grün markiert, das heißt, wir können momentan nur mit Franklin die Missionen machen. Aber ich sehe gerade, wir haben hier unten einen grünen Kreis. Wenn ich da jetzt reinfahre, vielleicht startet sich dann die Nebenmission. Das ist nur die Frage, müssen wir hier mal umlenken. Mal schauen, ob das funktioniert. Sieht nicht danach aus. Mir hat auch jemand geschrieben, dass man an bestimmten... Irgendjemand blaues, steigendes Beuteauto. Aha. Dann bin ich wohl durch Zufall genau richtig gefahren. Das ist aber eine ziemlich abgefuckte Karre. Na los! Fucking Stoner! Scheiße, Mann. Whoa, who changed my ringtone? Hey, look, man, that car in La Puerta is a fucking hoopty. The engine is fucking shot, man. I'm gonna grab a stash and get the fuck out of here. No, no, it could be a trap, and I need that car. The movement depends on it. You'll have to push it or something. Are you out of your damn mind? Hey, do it for your state. Do it for freedom. Do it for nature. Ignite the fight. You been igniting the fight too motherfucking much, dawg. Finde eine Möglichkeit, das Beuteauto zu bewegen. Ja, wahrscheinlich mit dem Abschleppwagen, aber... Hier ist leider gerade keiner in der Nähe. Steht ein alter Panzer? Steht echt ein alter Panzer. Geil. Ist das ein Abschleppwagen? Ja, na also... Dann wissen wir ja, wie wir das Ganze transportieren. Zum Glück haben wir vorher schon diese Nebenmission gemacht mit dem Abschleppdienst. Sonst hätten wir ja gar nicht gewusst, wie wir dieses Gefährt bewegen müssen. Gib dich zu Barrys Wohnung. Ah, okay. 1,5 Kilometer. Das ist nicht so weit weg. Dann dauert wenigstens nicht so lang. Ich will natürlich wieder versuchen, ohne einen Unfall oder Schramme dahin zu kommen. Wobei es bei dem automatischen Abschluss sowieso egal ist, weil der fährt ja nicht mal mehr. Aber der Abschleppwagen, der scheint ja noch guten Schuss zu sein. Hoffentlich bekommen wir dann wenigstens auch Geld für diese Nebenmission. Zumal es ja wohl... Ja, komm... Sieh zu, ey. Zumal es ja wohl auch ein Auto ist, was eventuell polizeilich gesucht wird, vielleicht. Oder hat auch irgendwas von der Falle gesagt. Klingt alles nicht so ungefährlich. Wobei wir natürlich auch schon deutlich gefährlichere Missionen gemacht haben. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ich meine, wir haben gerade eben jemanden erschossen, der ganz in Ruhe mit einer Prostituierten Spaß haben wollte. Nur weil uns Lester halt gesagt hätte, er wäre ein böser Mensch und hat viel Scheiße gemacht. Und naja, keine Ahnung. Ich stelle nicht viele Fragen. Lester ist ein Freund. Wenn er sagt, müssen wir was machen sollen, dann machen wir das einfach. Und wenn wir dann diese Nebenmission abgeschlossen haben, werden wir logischerweise auch die nächste Lester-Mission annehmen. Wahrscheinlich wieder irgendein Auftragsmord. Lester ist auf jeden Fall eher so die Art, oh, ich bin mal im Hintergrund und gebe die dreckige Arbeit an jemand anderen. Aber okay, er ist ja auch mittlerweile krank und kann das nicht mehr machen. Früher war er wohl auch selber mit aktiv. Hallo, Vorsicht. Vor allem, ich hatte grün. Warum geht denn der da drüber? Hallo, ich hatte grün. Spaß. Oh Mist, ich glaube, müssen wir hier rein. Ich seh nix. Mom, I've said all there is to say. What? Man, get your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't come out now.
the satellites. They're scanning our brains and tracking our heartbeats through the internet. Go now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. Naja, ich bekomme natürlich wie immer kein Geld. Aber ich hole mir zur Belohnung dieses Auto, was ziemlich nice aussieht. Und ich glaube, das sind wir auch noch nicht gefahren. Ich bin gespannt. So, das sieht doch gar nicht. Oh, das ist schnell. Das ist schnell, das ist wendig, das macht Spaß. Das hat eine gute Beschleunigung. Ja. Damit werden die 2 Kilometer wie im Flug vergehen, Missionszeit. Ich hätte mich also mehr beeilen müssen, naja. Reicht mir auch so, Hauptsache abgeschlossen. Das ist echt ein schönes Gefährt. Da hätte man ja direkt Bock, mal das in die eigene Garage zu stellen, damit das zum neuen Hauptauto gemacht wird. Aber egal. Geht auch so, man findet ja immer wieder coole Karren, von daher ist es ziemlich egal. Heute Abend findet das Pokalfinale statt. BVB gegen Wolfsburg. Nur mal so nebenbei. Wenn ihr das Video seht, müsste es eigentlich Montag sein. Das heißt, heute ist bei mir Samstag und bei euch müsste aber Montag sein, wenn ihr das Video seht. Ihr wisst also schon, wer gewonnen hat. Ich hoffe mal, der BVB. Schauen wir mal. Vorsichtig, nirgendwo dagegen fahren. Bitte schnell. Wieder ein Telefon oder sitzt er dieses Mal wieder an irgendeiner Bank? Da drüben, das scheint mir ein Telefon zu sein. Ja. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking he could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got him. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Ach, wieder perfekt eingeparkt. Nicht mal 1 Kilometer. Oh nein, sehr geil. Erstmal die Tür abgefahren, das ist mir glaube ich auch noch nicht passiert. Aber ich habe halt wie gesagt gerade eher darauf geachtet, wie weit das nächste Ziel entfernt ist. Und nicht... Oh scheiße, auch wieder nicht gesehen. Und nicht, was mit meiner Tür los ist. Jetzt habe ich das Auto schon wieder viel mehr beschädigt, als ich überhaupt wollte. Man geht alles noch. So einen richtig krassen, fetten Unfall habe ich noch nicht gebaut. Ich bin auch noch nicht gestorben durch einen Unfall. Ich glaube, bei GTA 4 hatte ich das schon geschafft, aber da hatte ich auch keine volle Energie zu dem Zeitpunkt. Hier müsste man auch Energie verlieren, wenn man einen Unfall baut, bei entsprechender Stärke, aber... War bisher noch nicht so schlimm, dass ich gestorben bin. Das ging noch. Kommen wir ja richtig gut voran heute mit diesen Missionen. Das ist schon die zweite, die wir jetzt... die dritte, die wir jetzt abschließen. Schade, dass wir jetzt dieses Auto verlassen müssen und hier stehen lassen. Mit einem Bus bin ich auch noch nicht gefahren bei GTA 5. Fahr eine Haltestelle nach der anderen an, bis du die Zielperson findest. Oh, wie geil. Das klingt nach lang und aufwendig. Das sind aber auch riesengroße Busse. Busse, was sind denn da? Oh Gott. Schnell kann man mit den Dingern logischerweise auch nicht fahren. Hey, sorry, I'm late. It's my first day on the job. Um auf eine Ansicht im Bus umzuschalten. The traffic isn't too bad. Yesterday took me 3 hours to go half a mile. Keine Angst. Heute wird das nicht so lange dauern, weil ich keine roten Ampeln kennen, also ich kenne die schon, aber ich halt nicht. Ich überhole die Leute einfach und fahre ein bisschen crazy. Mein erster Arbeitstag, aber ich fahre ein bisschen crazy. Wie ihr seht. Aber dadurch ist man natürlich viel, viel schneller. Damn, would it kill you people to crack a smile? Ah.
Bus. Gibt ja auch Busfahrsimulator, das soll ja auch den einen oder anderen gefallen, aber naja, nicht so mein Fall. Hey, get in, we're running late. Kommt jetzt hier vielleicht mal irgendwann der dumme Milliardär? Oder nimmt er heute das erste Mal das Fahrrad zur Arbeit? Wie kann man denn als Milliardär, bitteschön, als Milliardär, also selbst als Millionär würde ich das nicht machen, aber wie kann man denn als Milliardär immer mit dem Bus fahren? Das ist doch komplett nervig. Man muss ja keinen dicken, fetten Chauffeur haben. Man kann ja auch ein preiswertes Auto fahren, was für die Stadt ist, was wenig Benzin verbraucht. Da gibt es ja nun genügend Möglichkeiten. Diese kleinen Karren mit, keine Ahnung, 3 Liter Verbrauch oder so. Oder irgendein Hybridauto oder sowas. Würde ich ja lieber sowas fahren als mit dem Bus, weil man dann immer warten muss und... Well, you're late, late, late. That'll be one fifth. Mr. Penny, ain't it? Fahrenheit. Forget about it. Spendthrifts. Genau, ein klauten Fahrrad. Na, alles klar. Just business shit, you know how it is. Fuck. Dieses Mal haben sie mich leider gesehen. Ein Polizist war wahrscheinlich noch näher oder so. Müssen wir aber irgendwie entkommen. Aber ist nur ein Stern. Ja, ich versuche die Cops abzuhängen, aber zu Fuß ist das eben nicht so. Ah, die Treppen kommen mir doch wie gerufen. Ich bin zwar in dem Kegel von den Typen drin, aber die können mich hier drin nicht sehen. Weiß auch gar nicht richtig, wo ich bin. Ist es ein Eingang zu einem Gebäude oder so? Das scheint so eine Art Durchgang zu sein. Ich warte einfach mal hier drin. Ich hoffe, die kommen nicht... Oh fuck, ich glaube, die kommen hier die Treppe hoch. Scheiße, ich hätte weiterlaufen sollen. Ich bräuchte halt mal ein Auto zum... Oh, jetzt habe ich schon 2 Sterne. Fuck. Warum das denn? Bräuchte halt... Jetzt hat er mich wieder gesehen. Scheiße. Bräuchte mal ein Auto oder noch besser halt ein Motorrad. So. Ja, jetzt schießt noch ein bisschen auf mich, ihr Verrückten. Dass wir auch immer direkt ballern müssen. Steig ein, verflucht, wir haben keine Zeit. Er hat gerade gesagt, drop your weapon, ich habe überhaupt keine Waffe in der Hand. Mach es halt auf die altmodische Art und häng die halt per Auto ab, das sollte auch leichter gehen. Ich habe halt jetzt bloß keine Zeit hier auf andere Fahrteilnehmer zu achten, wir müssen mal ein bisschen rabiater fahren als sonst. Haben wir auch eine totale Schrottkarre, da lohnt sich sowieso nicht, großartig drauf zu achten. Aber auch von überall jetzt gerade die Polizisten. Haben wir es jetzt geschafft? Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, hab ich hingeguckt. Na also. Green light. Good to go. Bestanden. Der Mord im Bus. Benötigte Zeit. Bonusfahrer für verdientes Geld. $5,000. Bekommen wir noch eine Lester-Mission? Da müssen wir jetzt... Ja, jetzt scheinen wir zu Devin gehen zu müssen. Dann fahren wir mal zu Devin. Wo sind wir denn gerade? Hier. Oh, da können wir theoretischerweise sogar hier durchfahren. Mal gucken, ob wir da durchkommen, wenn ich jetzt hier draufklicke. Ah, nee, da kommen wir nicht durch. Hm. Ich will aber hier durchfahren. Wie komme ich am besten... Nee, machen wir mal hier hin. Vielleicht haben wir ja Glück und kommen dann zur Nebenmission. Falls das nicht der Fall sein sollte, sind wir aber auch nicht total falsch und können dann einfach weiter durchfahren zum Devin. Das heißt, wir können das hier miteinander verbinden. Und bei Devin scheint es ja auch wieder um irgendwelche geilen Sportkarren zu gehen.
die wir klauen sollen, da freue ich mich schon drauf. Weil man einfach immer schön fahren kann mit denen. Juhu. Ich will aber erstmal sagen, wir machen hier einen Cut. Wir haben ja auch einiges geschafft heute. 3 Missionen. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis morgen. Tschüss.